PC-Gaming erfreut sich immer größere Beliebtheit. Leider aber auch die Beliebtheit, dass jedes Studio einen eigenen Game Launcher rausbringt. Und heute gucken wir uns mal an, ob es dafür Alternativen gibt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Hippies Tech Lab, wo wir heute mal so einen kleinen Irrsinn auf den Grund gehen. Und zwar ist es ja heutzutage so, jedes Entwicklerstudio fängt ja so langsam an, eigene Game Launcher zu veröffentlichen. Das heißt, ihr müsst euch beispielsweise, wenn ihr Red Dead Redemption 2 spielen wollt, müsst ihr den Rocket Launcher installieren. Wenn ihr Battle.net spielen wollt, braucht ihr den Battle.net Launcher. Und dieser ganze Irrsinn ist natürlich unfassbar groß mittlerweile. Ihr braucht zig Launcher, um eure ganzen Spiele zu verwalten, um zu gucken, ist das Spiel installiert, ihr müsst darüber das Spiel gegebenenfalls starten oder ihr arbeitet dann mit den Desktop-Verknüpfungen, wie auch immer. Und gibt es dafür eigentlich Alternativen, dass man das Ganze ein bisschen mal zusammenfassen kann? Und die kurze Antwort ist, ja, die gibt es. Und wir gucken uns heute mal zwei ganz grob die Alternativen an. Das wäre einmal GOG von GOG, Good Old Games, wie sie früher hießen. In der Beta-Version haben die den Game Launcher bereitgestellt, vor längerem schon. Und zum anderen Playnite, was ich persönlich jetzt seit fast einem Jahr nutze. GOG hat den Vorteil, da steht eine sehr große Firma dahinter, die das Ganze pflegt und betreibt. Und was ihr hier machen könnt, ist, ihr könnt über Plugins, die ihr direkt über das Tool selber runterladen und installieren könnt, eure gesamten Accounts einbinden und konfigurieren. Das funktioniert wie folgt. Ihr installiert beispielsweise das Battle.net Plugin, loggt euch dann mit euren Battle.net Zugangsdaten entsprechend ein und könnt dann alle eure Spiele importieren, die ihr in eurem Battle.net-Account habt. Das gleiche funktioniert dann für Steam, das funktioniert für PlayStation und Xbox, wenn ihr die Accounts verknüpft, aber auch Uplay, Origin, Rockstar und so weiter und so fort. Und habt dann eine riesige Übersicht und mit dieser Übersicht könnt ihr relativ einfach die Spiele sofort starten. Das Coole an GOG V2 ist, dass ihr auch die Game Launcher an sich hinten dran gar nicht braucht. Denn, beziehungsweise ihr braucht sie installiert, aber sie müssen nicht aktiv laufen. Denn GOG V2 ist so clever, dass er das Spiel startet, dafür den entsprechenden Launcher hochfährt, das ganze Game initialisiert und dann könnt ihr auch relativ einfach alles wieder automatisch schließen lassen. Das heißt, wenn ihr Assassin's Creed zocken wollt, könnt ihr beispielsweise Uplay einfach on demand von dem Tool starten lassen. Er startet das Spiel, nachdem das Spiel beendet wird, schaltet ihr das Spiel und Uplay direkt selber ab. Das ist ein relativ cooles Feature, finde ich, und macht das Ganze auch deutlich einfacher, dass man nicht permanent einen riesigen Overhead beispielsweise hat, dass mir zig Launcher hinten dran zum Beispiel Spiele-Updates laden, weil die ja nichts voneinander wissen. Die weitere coole Funktion ist, dass der Chat ganzheitlich zum Beispiel integriert ist. Das heißt, ihr habt zum Beispiel Steam und den GOG-Chat, den könnt ihr direkt rechts sehen und könnt dann mit euren Freunden entsprechend euch unterhalten über eine einzige gezielte Plattform. Das ist relativ cool, um viele Sachen zu konsolidieren. Was leider so ein bisschen für mich persönlich fehlt, ist auch Applikationen zu verwalten, und zwar beispielsweise auf Steam habe ich sowas wie 3D Mark zum Beispiel gekauft etc. Das kann ich über GOG nicht starten, weil es nicht importiert, weil er primär den Fokus eben auf Spiele legt. Aber wer rein Gaming macht und nur dafür was sucht, hat damit ein sensationell gutes Tool parat und auch eine sehr, sehr gute Übersicht. Wobei vom UI her ich nicht 100% zufrieden damit bin. Ich kann zwar auch nicht persönlich sagen, warum mir gewisse Sachen nicht gefallen. Ich finde Playnite, was wir uns gleich angucken, vom UI her viel angenehmer, bisschen hübscher und freundlicher. Aber das ist Geschmackssache. Funktional ist GOG auf jeden Fall, gerade was die Integration angeht und Usability angeht, sehr weit vorne. Und dann kommen wir zum zweiten Tool, was wir uns heute mal kurz angucken, und das ist Playnite, was ich jetzt persönlich seit über einem Jahr nutze. Und was hier das Coole ist, ich kann ähnlich wie bei GOG auch, also Playnite gab es vor GOG schon, kann ich über Plugins mehrere Plattformen integrieren. Also hier auch Origin, Steam, GOG, Uplay
und so weiter und so fort und habe eine wunderschöne Liste, in der alle meine Spiele integriert sind, die ich mit einem Klick dann auch entsprechend starten und verwalten kann und hierüber auch, sage ich mal, meine Erfolge und so weiter dann sehe. Was jetzt Planet aber noch relativ cool macht, ist die Tatsache, dass ich die Command-Line-Argumente sehr einfach anpassen kann für Spiele beispielsweise, wenn ich möchte, dass Diablo 2 zum Beispiel, dass es in einem Window-Mode gestartet wird, kann ich das einfach direkt in Playnight ändern. Darüber hinaus kann ich auch relativ einfach, sage ich mal, wenn ich sowas wie Emulatoren habe, wie N64-Emulatoren, DOSBox und so weiter, kann ich die über Plugins installieren. Das heißt, ich installiere mir den Emulator, ich sage Playnight, dass es diesen Emulator gibt, kann dann die ROMs entsprechend runterladen und kann die ROMs über Playnight direkt starten. Was ein bisschen bei Playnight schade ist, ist, dass die zum Beispiel die Battle.net-Integration, die funktioniert sehr, sehr gut, hat aber einen Nachteil, ich muss mich ständig bei Battle.net neu authentifizieren, also nicht während das System permanent läuft, sondern wenn ich zum Beispiel Playnight neu starte, den Rechner neu starte, dann meldet sich die Anmeldemaske und sagt mir, ich muss mich neu anmelden, beziehungsweise wenn ich Spiele importieren will, muss ich mich anmelden, damit ich neu gekaufte Spiele finde dann. Das heißt, das ist ein bisschen kleinerer Abstrich und ich habe keine Integration von irgendwelchen Chats, die mir das die Plattformen bieten. Das heißt, hier muss ich wirklich auf die jeweiligen Tools zurückgreifen, dass die Chats funktionieren, wohingegen aber das UI ein bisschen aufgeräumter, grundlegend mir besser gefällt als jetzt beispielsweise bei GOG. Dafür habe ich aber bei Playnight zum Beispiel dann den Vorteil, dass meine Applikationen, die ich im Steam zum Beispiel drin habe, wie 3D-Mark, dass mir die direkt mit importiert werden und ich darüber auch direkt starten kann letzten Endes. Das heißt, ist alles so ein Für und Wider, ob ich Tool A oder Tool B verwende. Alles in allem muss ich aber sagen, ich finde den Ansatz an sich, ich habe einen einzigen Launcher oder ein Tool, wo ich alle Launcher integriere bzw. darüber Programme starten kann oder Spiele starten kann, sehr, sehr gut. Vor allem gerade, wenn die breite Masse der Launcher immer größer wird, das habe ich oft das Problem, welches Spiel starte ich jetzt eigentlich? Wo muss ich rein? Ist es Steam? Ist es GOG? Ist es Epic vielleicht noch? Finde ich den Ansatz sehr, sehr cool. GOG hat es ein bisschen weitergedacht, gerade mit dem Thema, dass man sagt, ich starte den Launcher eben on demand für das Spiel, schalte ihn danach wieder ab. Das finde ich eigentlich einen sehr smarten Move. Mal gucken, ob Planet sowas vielleicht auch mal in der Zukunft macht. Aber alles in allem muss ich natürlich trotzdem leider die Launcher alle zumindest installieren. Also die Königslösung wäre natürlich, ich habe ein Tool, wo alles zu 100% integriert ist, wo ich alles verwalten kann, vielleicht sogar auch die Stores, weil das ist mir der größte Part oder die Challenge rauszufinden, wo kriege ich das Spiel eigentlich, wo kann ich es kaufen, ist das Epic exklusiv, mittlerweile kriege ich es auf Steam, auf GOG, brauche ich dafür Origin, Uplay, Microsoft, whatever. Es ist einfach ein Riesenwust, von daher finde ich den Ansatz dahinter sehr cool und ich dachte, ich teile euch einfach mal kurz zwei Tools mit, die ich persönlich auch genutzt habe, wo ich Erfahrung mit gesammelt habe. Wie gesagt, Playnight, GOG hat jeweils Vor- und Nachteile. Man muss halt gucken, was passt für einen da am besten. Ja, habt ihr Tools, die ihr dafür nutzt, wo ihr eure gesamte Game-Bibliothek verwaltet, dann nutzt ihr Oldschool einfach dann das Windows-Startmenü, Verknüpfungen, Ordner oder wie verwaltet ihr das Ganze? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst mir Feedback da, was ihr nutzt und was ihr von dem Trend haltet, dass jeder Publisher einen eigenen Game-Launcher mittlerweile veröffentlicht. Ich persönlich finde es absoluten Irrsinn, weniger ist bekanntlich mehr und ja. An der Stelle, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare und falls ja, natürlich auch. Und ansonsten lasst gerne ein Like da, gerne auch ein Dislike mit Kommentar, was ich besser machen kann, soll, darf. Abonniert den Kanal für mehr Content und jetzt lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Bis nächste Woche. Tschüss.